Wir sind VOLT, die erste paneuropäische Partei und Bewegung, und wir kämpfen für ein neues Europa. Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. So, guten Morgen. Wir sitzen hier ganz früh heute in unserem Büro und ich habe per Telefon den lieben Tim Schamann aus Mainz dazu geschaltet. Tim, wer bist du und was machst du bei VOLT? Hi Caro, ja, schön, dass ich hier sein kann. Grüße aus Mainz. Was mache ich bei VOLT? Ich bin Stadtrat in Mainz seit einem knappen halben Jahr. Und das hat mir die Ehre verschafft, in diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Also man muss nicht unbedingt bei uns im Stadtrat sitzen oder generell im Stadtrat sitzen, um bei uns in den Podcast zu kommen. Aber wir freuen auf jeden Fall uns, dass du heute dabei bist. Du bist ja auch seit dem 26. Ja, du wurdest am 26. Mai, genau, auch am Tag der Europawahl gewählt, richtig? Richtig, genau. Der Stadtrat hat dann, glaube ich, im Juni oder Juli kam der dann offiziell sozusagen zustande zur konstituierenden Sitzung, aber genau, gewählt wurde ich am 26. Mai, ja. Ja, mega cool. Wie war das so für dich? War das eine spontane Entscheidung oder wie ist es dazu gekommen? Ja, ein Mix aus beidem. Also wir haben uns natürlich mit auf oder als Mainzer Team auf die Europawahl mit vorbereitet und mitgearbeitet. Und da in Mainz oder in Rheinland-Pfalz parallel Kommunalwahlen waren, haben wir halt gedacht, okay, wir können das ja auch sozusagen probieren und haben einfach mal geschaut, was braucht man denn dafür eigentlich. Und man musste eine Liste, eine Aufstellungsversammlung machen, man musste ein paar Unterschriften sammeln und wir dachten uns, naja, okay, das probieren wir halt mal. Und haben das sozusagen parallel zur Europawahl irgendwie verfolgt. Und das ist uns geglückt. Da hat uns der Sven aus München unterstützt. Der hat dann unsere Aufstellungsversammlung moderiert und geleitet. Wir haben dann eine Liste zusammengestellt, haben ein kleines Wahlprogramm mehr zusammengeschustert als wirklich gründlich erarbeitet. Aber es hat am Ende funktioniert. Und wir haben einen Sitz dann im Stadtrat ergattern können sozusagen. Und da versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, während der Europawahl, als es dann hieß, Mainz möchte auch antreten und wir dann, oh Gott, und wie machen wir das jetzt? Und ihr habt das aber eigentlich komplett auf eigene Faust gestemmt, das war echt unglaublich. Und dann einfach den ganzen Trubel um die Europawahl mitgenommen und eben dann auch einen Sitz bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Erzähl doch mal genau, wie ihr das Wahlprogramm geschrieben habt, weil den Ansatz, den ihr da verfolgt habt, war ja eigentlich ein ganz interessanter, den wir auch jetzt durchgängig für neue Wahlprogramme, die wir bei Kommunalwahlen schreiben oder generell schreiben, nutzen. Also ich habe tatsächlich gesehen, dass ja sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, das Team aus NRW hat da ja eine Blaupause erstellt und einen Fragebogen, der, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ich bin den jetzt noch nicht im Einzelnen durchgegangen, aber um auch systematisch Wahlprogramme zu erarbeiten. So systematisch war das bei uns vor einem halben Jahr noch nicht. Wir sind tatsächlich hingegangen und haben einfach mal so ein paar Themen in den Raum geworfen, die interessant sein könnten. Aber eben vor allem sozusagen mit dem Anspruch, Europa auf die lokale Ebene zu holen. Denn das war auch der Grund, warum wir angetreten sind. Und das ist ja auch am Ende der Mehrwert, den VOLT bieten möchte. Weil ansonsten könnte man ja auch einfach eine von den bestehenden Parteien wählen, die ja auch nicht immer schlechte Arbeit machen, auch auf lokaler Ebene. Und so haben wir uns verschiedene Themen rausgesucht. Das sind vor allem das Thema Verkehr. Da arbeiten wir aktuell sehr stark dran. Wir haben das Thema oder in der Verbindung mit dem Thema Klima. Wir haben das Thema Bürgerbeteiligung auf den Schirm genommen. Da freut es mich, dass auch Damian in dem AFCO-Ausschuss sitzt. Ich war tatsächlich letzte Woche einen Freund in Brüssel besuchen, habe die Chance genutzt, das Brüsseler Team zu besuchen und habe mir da auch bei Joachim und Rina noch mal so ein paar Infos geholt aus der Arbeit im Parlament. Und Damian sitzt ja in dem AFCO-Ausschuss, wo es vor allem auch so um das Thema Bürgerbeteiligung geht und oder wo das sozusagen ein Thema mit sein kann. Und insofern versuchen wir das auf lokaler Ebene auch zu verfolgen. Da konkret ist die Idee, ein Bürgerbudget einzuführen, also sozusagen Mittel im kommunalen Haushalt freizumachen, worauf sich Bürger bewerben können mit Projekten. Und dann wird idealerweise in einem öffentlichen Prozess darüber abgestimmt, wie diese Gelder vergeben werden. Ja. Und das Schöne daran ist halt, dass man dann nicht mehr so eine rein sozusagen nur repräsentative Demokratie hat und Bürgerbeteiligung als einen Prozess durchführt, in dem einfach man vor eine Ja-Nein-Frage gestellt wird als Bürger und wo am Ende nur 30% an der Wahl teilnehmen, sondern wo man über
sozusagen regelmäßig über die ganze Dauer die Möglichkeit hat, an Politik aktiv mitzuwirken. Ja. Du sagtest gerade schon, Europa der Lokalpolitik näher bringen. Wie macht man das dann genau? Also wie habt ihr das zum Beispiel beim Thema Verkehr gemacht, als ihr euer Wahlprogramm geschrieben habt? Beim Thema Verkehr haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie funktioniert das in anderen Ländern. Also gerade die Niederlande sind da weit, weit voraus, aber auch andere Städte. Unser Experte dafür ist der Tilman Potthoff, der sitzt inzwischen noch im Verkehrsausschuss und arbeitet da sehr stark dran mit. Der kann da, glaube ich, viel mehr detailliert zu sagen als ich jetzt. Mhm. Ich sage mal so, bei der Erarbeitung unseres Wahlprogramms haben wir nur auch im Europaprogramm geschaut, was steht da drin, welche Ansätze gibt es da und haben die mit in unser Wahlprogramm übernommen vor einem halben Jahr. Und wir schauen uns jetzt natürlich aber auch an, wie machen das andere Städte konkret? Wie werden zum Beispiel Radwegekonzepte umgesetzt? Auf welche alternativen Mobilitätsarten setzt man, sei es E-Roller, sei es Citybikes, aber vor allem, wie kann man das ganzheitlich sozusagen konzipieren? Würdest du sagen, wir haben da einen anderen Anspruch, also einen Anspruch, der halt über den nationalen Tenor ranguckt, oder glaubst du, andere Parteien machen das auch und gucken sich auch andere europäische Best Practices sozusagen an? Also ich glaube, beim Thema Verkehr tatsächlich sind andere Parteien, also so erlebe ich es jetzt zumindest in der kommunalen Arbeit, die schauen durchaus auch auf andere Städte. Mhm. Also dieses, so das Beispiel Best Practices zu nehmen, nennt nicht jeder Best Practice, aber das wird teilweise auch praktiziert. Also da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Da dezidiert in andere europäische Länder zu schauen, das machen wir, würde ich sagen, schon mehr. Und ich glaube, vor allem können wir am Ende von einem großen europäischen Netzwerk profitieren, wo man dann tatsächlich auch den Informationsfluss hat und, sagen wir mal, direkt das Team in zum Beispiel, sagen wir mal, Tallinn oder sowas kontaktieren kann oder in Wien und dort fragen, wie funktioniert denn überhaupt die Verkehrsleitplanung für euch? Welche Ideen gibt es da? Was können wir in unserer Stadt vielleicht noch einbringen? Da hat Volt, denke ich, so ein bisschen nochmal einen Vorteil auf jeden Fall gegenüber anderen Parteien. Okay, Tim, wir hatten es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, Partei und Bewegung, was bedeutet das eigentlich für euch in Mainz? Wie kombiniert ihr das, wie macht ihr das? Du sitzt jetzt akut gerade im Stadtrat und bedeutet das für dich, du machst jetzt nur Lokalpolitik im parteilichen Sinne oder wie macht ihr das als Team? Genau, Team ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, also ich bin nicht der Einzige, der das macht, das wäre gar nicht möglich. Ich sag mal so, ich habe mir jetzt nochmal die letzte Folge von eurem Podcast angehört, um auch mal so ein bisschen zu schauen, was sozusagen, was verstehen wir denn überhaupt, dieser Unterschied Partei und Bewegung. Und ich glaube, da geht es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem darum zu sagen, Politik soll Prozesse nachhaltig beeinflussen, während Bewegung so ein bisschen eher spontan und gemeinsam aktiv zu sein heißt. Und ein Beispiel oder eine Sache, die wir in Mainz gemacht haben, die sehr gut angekommen ist, ist, wir haben zur OB-Wahl, also Oberbürgermeisterwahl, die jetzt vor knapp 2 Monaten stattgefunden hat, einen Mainz-O-Mat gebaut. Das heißt, wir haben eine Open-Source-Software benutzt und haben vorher, ich glaube, einen Fragenkatalog von knapp 60 Fragen erarbeitet, die wir den OB-Kandidaten stellen wollten. Die Idee ist entstanden aus Treffen mit den Kandidaten selbst. Das heißt, wir haben zuvor die Kandidaten eingeladen und denen ein paar Fragen gestellt, um zu schauen, mit welchen Kandidaten können wir auch unser lokales Programm bzw. das Volt-Wahlprogramm am besten umsetzen. Und aus diesen Treffen heraus ist die Idee entstanden, diese Fragen nochmal ein bisschen systematischer zu erarbeiten und das natürlich dann auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und Volt hat ja schon eine kleine Geschichte auf jeden Fall mit dem Wahl-O-Mat. Und so haben wir dann 60 Fragen erarbeitet und haben die auch tatsächlich innerhalb von unserem Team darüber abstimmen lassen, welche 30 Fragen sind die interessantesten. Haben das aber nicht nur innerhalb von Volt gemacht, sondern durchaus auch andere Leute, andere Menschen angeschrieben, Jugendorganisationen beispielsweise. Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob man dann nicht uns vorhalten könnte, dass wir irgendwie voreingenommen halt jetzt aus einer sehr Volt-Perspektive quasi diesen Wallum, also meinen Somaten kreieren. Mhm. Wir haben es auf jeden Fall versucht, so neutral wie möglich zu machen und haben eben in dem Prozess zum einen andere Leute eingebunden oder andere Organisationen auch. Und haben ja dann mehrere Leute darüber abstimmen lassen, welche Fragen sozusagen nach oben rutschen.
Wir haben am Ende ein bisschen Kritik bekommen, auch durchaus. Fragen sind immer irgendwie, manche Fragen sind immer ein bisschen suggestiv. Am Ende die Fragen, die man auswählt, spielen vielleicht dem einen Kandidaten mehr in die Hand als einem anderen. Der Kritik konnte man sich nicht ganz verwehren, aber wir haben schon versucht, es so neutral wie möglich aufzusetzen. Ja, super cool. Und wie wurde der dann genutzt? Also war es erfolgreich? Ja, durchaus. Also wir haben, also aus Volt-Sicht war der erfolgreich, weil wir tagelang oder häufig im Radio genannt wurden morgens. Also immer in den Morning-Shows wurde auf den Mainz-O-Mat verwiesen. Und da prangerte dann das Volt-Logo nebendran. Und insgesamt haben das, ich glaube, 28.000 Leute geklickt, beziehungsweise angeschaut. Es waren jetzt keine Unique User, sondern Aufrufe. Und an der Wahl teilgenommen haben, ich glaube, so knapp 60.000, 70.000 Menschen, wenn ich mich richtig erinnere. Also kann man sagen, es haben sehr viele Leute, die am Ende an der Wahl teilgenommen haben, auch den Mainz-O-Mat genutzt, um sich eine Meinung zu bilden. Super cool. Richtig, richtig cool. Okay, also du würdest sagen, der Mainz-O-Mat war ein konkretes Beispiel zwischen einem Zusammenspiel aus Partei und Bewegung. War das dann, hatte das dann Einfluss auch auf deine Arbeit im Stadtrat oder eure Arbeit im Stadtrat? Oder war das eher ein Tool, um quasi ja, für mehr Bürgerbeteiligung zu sorgen innerhalb von Mainz? Also was hat das mehr gebracht, hat das sich gegenseitig beeinflusst? Gegenseitig beeinflusst hat es sich auf jeden Fall. Wir haben dadurch allein in diesem Prozess, diesen Fragenkatalog zu erarbeiten, kamen natürlich viele neue Themen auch auf den Tisch. Zum einen hat man gesehen, dass welche Themen beeinflussen die Leute sehr, sehr stark. Und das ist das Thema Verkehr zum Beispiel mit mehreren Fragen auf der Agenda gelandet. Wir hatten jetzt das Thema Verkehr auch zuvor in unserem Wahlprogramm, aber allein durch die Fragen hat man dann natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen, auf wie man das Thema anzugehen hat. Es gab aber durchaus auch andere Themen, die da erst auf den Tisch sozusagen gekommen sind, zu denen wir jetzt im Nachgang dann Anfragen formuliert haben. Also im Stadtrat kannst du Anträge stellen oder Anfragen, und Anfragen richten sich an die Stadtverwaltung. Und das heißt, wir haben konkret, ging es da um das Thema Vergnügungssteuer, und wir wollten sozusagen den kulturellen, das kulturelle Leben in Mainz auch weiter fördern, und haben hierzu dann Anfragen formuliert, die eine Vergnügungssteuer betrafen, und das war Teil des Wahlkampfs. Ach, jetzt muss ich ganz kurz mal einhaken. Was ist genau eine Vergnügungssteuer? Das hört sich auf jeden Fall sehr amüsant an. Das musst du, glaube ich, ja, in der Tat. Also wir sind auch darüber gestolpert. Also die Stadt Mainz erhebt auf, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig zusammenkriege, die Anfrage, also die Antwort zu dieser Anfrage steht noch aus seitens der Stadtverwaltung, als Betreiber eines Nachtclubs oder eines Tanzcafés oder diverse andere Einrichtungen, die das Thema sozusagen, oder wo es um das Vergnügen geht, dort muss man 20% des Eintrittspreises abführen. Wenn man keinen Eintrittspreis erhebt, muss man pauschal auf seinen Quadratmeterpreis der Fläche, die man da sozusagen mit Vergnügen bewirtschaftet, einen Preis bezahlen. Und wir haben uns dazu vorher auch mit lokalen Betreibern getroffen und haben uns versucht zu informieren, was ist das überhaupt und wie viel Aufwand verursacht das. Und mit dem Endziel tatsächlich natürlich auch das Nachtleben in Mainz zu befördern, das ist eine Diskussion bei uns gewesen in der Stadt, das Clubsterben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das Einnahmen für die Stadt sind, womit eine Entschuldung stattfindet. Mainz ist hochverschuldet. Und so muss man dann natürlich verschiedene Interessen gegeneinander abwägen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, nicht direkt einen Antrag zu stellen, das irgendwie abzuschaffen, sondern uns erstmal zu informieren, und haben dementsprechend eine Anfrage gestellt, wie viel Einnahmen erwirtschaftet die Stadt denn überhaupt mit so einer Vergnügungssteuer und was genau ist das denn dann eigentlich? Oh, ich finde es so herrlich. Ich überlege gerade, ob ich nach Mainz ziehen sollte, weil die Clubbesitzer dafür Geld kriegen, dass sie mehr Clubs bauen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, umgekehrt. Ach so. Das wäre schön, ja, in der Tat. Dann würde es auf jeden Fall mehr Veranstaltungen geben. Nein, die Betreiber müssen Geld abführen. Okay. Neben der normalen Mehrwertsteuer auf den Getränkeumsatz und so weiter, müssen die, also wenn ich jetzt einen Jazzabend veranstalte und ich nehme 10 Euro Eintritt von jedem, dann muss ich 2 Euro davon von jedem Eintrittsgeld an die Stadt abführen. Okay.
Und unsere Vermutung ist, dass das vielleicht auch sozusagen Betreiber hindert, Veranstaltungen zu machen. Ja. Und das untersuchen wir jetzt gerade. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie der Mainz-O-Mat oder dieser Prozess des Mainz-O-Mat sozusagen in unsere Stadtratsarbeit dann auch wieder zurückgewirkt hat. Mega cool. Ihr sorgt auf jeden Fall für eine bessere Clubszene. So, das ist, glaube ich, das Fazit aus diesem Ganzen. Ja, definitiv. Das ist auch der Hauptgrund. Also ich bin jetzt fast fertig eigentlich mit der Arbeit. Genial. Ja, wie hatten wir uns eigentlich kennengelernt? Ich kann mich noch daran erinnern, du hattest gerade zum Anfang des Gesprächs angesprochen. Wir waren in Rom. Das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her, fast schon über ein halbes Jahr. Zu unserer europäischen Generalversammlung, die haben wir ja immer zweimal im Jahr. Und wir hatten zusammen Abend gegessen mit sehr vielen Volterinnen und Voltern aus ganz Europa und waren irgendwie alle in der Stadt verstreut. Und wir saßen zufällig zu zweit an einem Tisch mit manch anderen noch und haben über Fraktionsverhandlungen gesprochen und über die Frage, ob Volt vor allen Dingen am Anfang vielleicht in eine Fraktion gehen sollte oder ja, in eine Koalition gehen sollte mit anderen Parteien. Und ich glaube, wir waren da alle noch sehr, sehr vorsichtig und hatten sehr viel Angst, dass wir dadurch irgendwie unsere Marke verlieren und ja, und unsere Werte nicht mehr vertreten. Wie sieht das jetzt bei euch in Mainz aus? Ihr habt da ja auch ja, das eine andere habt machen müssen. Genau, wie würdest du jetzt auf dieses Gespräch zurückschauen nach einem halben Jahr? Ja, ist auf jeden Fall interessant, weil die Argumente damals, als wir uns in Rom ausgetauscht haben, ja durchaus sinnvoll waren, zu sagen, ne, man will sich seine Identität bewahren, und wenn man jetzt von Anfang an zum Beispiel auch im Wahlkampf zum Beispiel sich einer Fraktion anschließt, dass man da sehr viel dann einbüßt. Allerdings hat man ja dann auch in der Praxis gesehen, auch mit der Europawahl und auch mit dem Entscheidungsprozess der Fraktion, der IFA-Fraktion im Europaparlament beizutreten, dass das durchaus aus praktischen Gründen sinnvoll ist für die Arbeit und für die Erreichung der konkreten, der sich vorgenommenen Ziele. Und ähnlich haben wir es im Mainzer Stadtrat gemacht. Wir haben uns am Anfang mit ein paar Parteien getroffen oder mit fast allen Parteien getroffen und unterhalten. Wir haben jetzt einen Sitz errungen, und es ist so, dass man bekommt dann Gelder oder Unterstützung, wenn man in einer Fraktion ist. Mhm. Eine Fraktion kann man im Stadtrat erst dann gründen, wenn man mindestens zwei Mitglieder hat. Das heißt, andere Parteien haben mehr als zwei Mitglieder, und dann bilden die Mitglieder untereinander eine Fraktion. Es gibt auch, ich habe auch von Fällen gehört, wo sich teilweise mehrere grünen Fraktionen zum Beispiel in einem Stadtrat gebildet haben, weil einzelne Mitglieder eine andere Meinung hatten als die Hauptfraktion sozusagen. Also diesen Fall gibt es auch. Und wir haben uns am Ende aber nicht dafür entschieden, bei uns sind die Grünen die stärkste Partei mit 17 Sitzen von insgesamt 60. Und wir haben uns dazu entschieden, eine Fraktion mit den Piraten einzugehen, die ebenfalls einen Sitz haben. Und das hat uns ermöglicht, Fraktionsmittel zu erhalten. Das sind knapp 35.000 Euro im Jahr. Und das haben wir vor allem in personelle Ressourcen gesteckt. Und wir haben jetzt eine Fraktionsgeschäftsführerin, die sich also hauptberuflich darum kümmert, diese Arbeit voranzubringen für beide Parteien gleichermaßen. Und das funktioniert auch sehr gut. Und das war auch notwendig, dass wir wirklich effektiv im Stadtrat arbeiten können. Also auch hier hat der Pragmatismus lag vorne, ne? Dass man natürlich sagt, okay, wenn wir wirklich was erreichen wollen, wenn wir es verändern wollen, dann müssen wir halt verhandeln und in eine Fraktion eintreten oder in eine Koalition sozusagen. Definitiv, definitiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass das mit den Piraten auch auf persönlicher Ebene ganz gut funktioniert, und aber auch, dass es eine Fraktion auf Augenhöhe ist sozusagen. Also gäbe es diese Option nicht, hätten wir uns nach anderen Optionen umschauen müssen, und da hätte es dann schon wieder schwieriger ausgesehen. Also es ist gut, dass das so geklappt hat, aber es kann jetzt sein, dass natürlich die Kollegen in Bayern oder in Hamburg in ganz anderen sozusagen Situationen sich befinden, und da kann es dann auch pragmatisch sein, keine Fraktion einzugehen, ja, weil man zum Beispiel sich inhaltlich abhängig macht. Ja. Ja, da wollte ich mal fragen, ist es bei euch so, dass es dann eigentlich einen Fraktionszwang gibt sozusagen? Also bei Damian ist es ja so, dass er unabhängig jetzt von seiner Fraktion stimmen kann und sich eben auch dann auch eigene Akzente setzen kann, wenn er mal mit den Grünen oder mit den Grünen in der Grünen und EFA-Fraktion nicht übereinstimmt oder mit anderen Parteien dort. Wie sieht das da bei euch aus? Also
Koalitionszwang in dem Sinne gibt es nicht. Wir arbeiten, wir haben immer vor jeder Stadtratssitzung, die finden einmal im Monat statt, haben wir eine Fraktionssitzung, da besprechen wir die Themen und überlegen, wie wir uns dazu positionieren. Am Ende ist aber jedes Mitglied, also sowohl der Maurice, mein Fraktionspartner, als auch ich, frei darüber zu entscheiden, sozusagen, wie man abstimmt. Es gibt aber, die einzelnen Themen werden immer in Arbeitskreisen erarbeitet und wir kriegen sozusagen immer eine Empfehlung aus dem Arbeitskreis. Also auch alleine die Fülle der Themen, die da abgebildet werden, also so eine Sitzung dauert mal locker 5 Stunden, also ich habe da auch schon bis um 9 Uhr abends oder 10 Uhr abends gesessen, um 15 Uhr angefangen wohlgemerkt und da wird eine ordentliche Tagesordnung runtergerattert und manchmal hat man auch nur circa 2 Sekunden Zeit, seine Hand zu heben oder das eben bleiben zu lassen und das muss sozusagen gut vorbereitet sein. Und das wird bei uns in Arbeitskreisen erarbeitet und die sind sehr, sehr hilfreich und wir als Fraktionsmitglieder versuchen uns oder halten uns in der Regel natürlich an die Empfehlungen der Arbeitskreise, wobei man bei manchen Themen auch merkt, dass erst in der Diskussion im Rat selber bestimmte Argumente auf den Tisch kommen und man dann in der Diskussion merkt, okay, das, was sozusagen wir vorher erarbeitet haben, passt nicht mehr so ganz ins Bild oder so. Und da entscheiden wir als Fraktionsmitglieder dann auch manchmal ein bisschen spontaner. Ja, ja, man kann sich ja auch nicht mit allem immer komplett befassen, so, ne? Also. Richtig, aber dafür sind vor allem die Arbeitskreise sehr, sehr wichtig. Wir haben 3 Stück. Es gibt einen zum Thema Bauen, Verkehr, Klima. Dann haben wir einen zum Thema Soziales und Kultur und wir haben einen Arbeitskreis zum Thema Bürger, Digitales, Finanzen. Und die wiederum sind um unsere Ausschusssitze organisiert, wo auch eine interessante Geschichte dahinter steckt. Aber am Ende werden sozusagen in diesen Arbeitskreisen, die auch offen sind, wo auch nicht immer nur Piraten oder Volta drin sind, wo manchmal auch Leute aus der Stadt dazukommen, die Bock haben mitzumachen, wo dann bestimmte Themen erarbeitet werden. Okay. Ja, super cool. Wie würdest du sagen, dass du glücklich bist mit dieser Entscheidung, halt damals angetreten zu sein? Und wie viel Zeit kostet dich das Ganze? Also wie viel Zeit kostet eine politisch aktive Bürgerschaft sozusagen? Ja, also ich sag mal, also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr interessant. Ich habe auch Politik studiert und habe mich damals immer sehr mit internationalen Themen beschäftigt. Mit den großen Themen und der internationalen Politik und habe aber irgendwann gemerkt, also auch vor der Tür passiert ganz, ganz viel und der Eintritt in die Kommunalpolitik war, sagen wir mal, eine spontane Entscheidung, wobei man einerseits irgendwie ein bisschen damit rechnet, aber irgendwie auch nicht, dass es klappt, zumindest damals, als wir das sozusagen so einfach gesagt haben, naja, machen wir mal. Aber am Ende ist es doch eine sehr, sehr interessante Erfahrung und es kostet viel Zeit, aber es ist auch eine Frage, wie viel man da aufbringt. Also will ich mich mit allen 60 Tagesordnungspunkten im Detail befassen? Das geht eigentlich nicht. Das heißt, man muss Schwerpunkte setzen. Man kann immer mehr machen, aber man muss sich auf ein paar Sachen konzentrieren. Aber hier bin ich froh, dass wir ein ganz tolles Team sind und viele Leute haben, die Bock haben, da mitzuarbeiten und die dann einzelne Themen auch im Detail erarbeiten können. Ja, mega cool. Mega, mega cool. Auch interessant, dass du sagst, du hattest eher immer so, würde ich sagen, so eine Vorliebe für größere Themen und fürs Internationale und dass du dann jetzt aber eigentlich durch die Lokalpolitik oder Kommunalpolitik eben eingestiegen bist in das Ganze und dass dir auch genauso viel Spaß macht, wenn nicht noch mehr, so, finde ich super. Also das Schöne ist ja, dass das bei Volt sozusagen nicht verloren geht. Volt hat ja immer noch den internationalen Charakter und man verliert sich sozusagen nicht nur in der Diskussion um den nächsten Autokreisel oder sowas. Ja. Wobei das natürlich jetzt bei mir in der Arbeit tatsächlich in den Vordergrund gerückt ist. Also ich war jetzt länger nicht mehr auf Workplace unterwegs und habe da viele Diskussionen einfach meiden müssen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, mich um alle Themen sozusagen zu kümmern. Aber das Schöne bei Volt finde ich halt, dass das durchaus noch zusammenkommt und dass man auch da immer mal auch Lokalpolitik mit Europapolitik verbinden kann. Genau das versuchen wir auch mit den Inhalten, die wir da erarbeiten, wie zum Beispiel einem Bürgerbudget oder sowas. Mega cool. Super cool. Ja, genau. Du hast es gerade schon mal angesprochen, Bürgerbudget, autofreie Innenstadt, Ausschuss, Digitalisierung. Das sind so eure Themen, die ihr jetzt, wo du Schwerpunkte setzt, richtig? Wo ihr für Schwerpunkte setzen meinst. Ja, richtig. Also ich dachte mir, als ich dann gewählt wurde und dann war natürlich erstmal die Spannung groß, wer ist überhaupt Volt und was machen die so und sind die eher links oder rechts?
ich habe sozusagen direkt einfach mal in der ersten Sitzung halt einen Ausschuss für Digitalisierung angeregt. Das wurde gar nicht gern gesehen und ist dann erstmal zu einer Ideenwerkstatt degradiert worden. Oh nein. Im Verlauf des Prozesses, aber damit war eigentlich zu rechnen. Aber mal gucken, das Thema ist nicht ganz von der Agenda. Wir schauen jetzt, dass wir das Thema, also im Moment sind wir vor allem im Thema Verkehr aktiv. Und das ist, wie man in kommunalpolitischen Kreisen sagt, ein dickes Brett zu bohren. Und da sind viele dran beteiligt, aber das bündelt natürlich auch Ressourcen. Und da merken wir halt auch als Team Volt Mainz so, okay, wir müssen uns auf ein paar Sachen konzentrieren und können nicht ganz viele Themen parallel verfolgen, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind. Ne? Am Ende ist das eine ehrenamtliche Arbeit, die man so nebenbei macht. Und genau, da muss man sich ein bisschen fokussieren. Aber die autofreie Innenstadt ist ein Thema, mit dem wir zur Wahl angetreten sind. Und das versuchen wir jetzt so zu realisieren, indem wir haben uns bestimmte Bereiche rausgepickt in Wohngebieten, bestimmte zentrale Plätze und haben Vorschläge erarbeitet, diese autofrei zu machen. Auch da gibt es ja verschiedene Konzepte, dass dann zum Beispiel immer noch Feuerwehr oder sowas oder Notarzteinsatz oder Taxis durch können. Da gibt es verschiedene Varianten. Was wir gemacht haben, ist ein relativ langen Antrag formuliert mit verschiedenen Optionen auch und haben den vorbereitet sozusagen für die Stadtverwaltung. Am Ende entscheidet aber die Stadtverwaltung, also da kann auch der Rat oder wir als mit einem Sitz nicht sehr, sehr viel machen. Also wir können nicht entscheiden, dass das jetzt autofrei wird, sondern wir können das nur der Stadtverwaltung gegenüber anregen. Auch dafür haben wir erstmal kräftig auf den Deckel bekommen, weil wir den Antrag so formuliert haben, der Stadtrat möge beschließen. Und das ist aber rein rechtlich gar nicht zulässig. Und deswegen ist da jetzt ein Antrag die Stadtverwaltung möge prüfen draus geworden. Was im Prinzip auch selber hinausläuft, aber rechtlich doch nicht irrelevant oder nicht zu unterschätzen ist. Herrlich, hat sich in erster Linie, wie du es gerade gesagt hast, der Stadtrat, möge beschließen. Sie hört sich so ein bisschen an wie so ein Wunschkonzert. So. Es mag doch bitte eine autofreie Innenstadt geben. Ist doch nicht so schwierig. Ja, also ich glaube tatsächlich, also da kommst du ein bisschen auf die Verfassung an. Also ich habe jetzt neulich in so einer Fortbildung gelernt, wir sind in der rheinischen Oberbürgermeisterverfassung. Da liegt sozusagen sehr viel Gestaltungsspielraum bei der Stadtverwaltung und dem Oberbürgermeister. Kommt so ein bisschen aus dem französischen Absolutismus. Während es andere Konzepte von kommunalen Parlamenten gibt, das ist, soweit ich weiß, auch in Bayern der Fall. Und da gibt es zum Beispiel viel mehr Gestaltungsspielraum auf dem Stadtrat. Das heißt, ein Antrag, der Stadtrat möge beschließen, könnte zum Beispiel in Volt Bamberg oder Volt München durchaus Erfolg haben, während der bei Volt Mainz also gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt, weil er rechtlich nicht zulässig ist. Interessant, super interessant. Genau, das sind dann so kleine Kniffe und ich glaube, es gibt so vier grobe Modelle, aber am Ende gibt es ganz unterschiedliche kommunale Verfassungen. Ne? Ja. Das muss man dann auch berücksichtigen. Unglaublich interessant. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 30, 40 Fragen mehr auf dem Zettel und bin schon ganz gespannt auf die nächste Folge, die ich mal mit dir haben werde, weil ich echt so viele neue Fragen habe und jetzt auch mal endlich mal einen tieferen Einblick habe in eure Arbeit da vor Ort und finde es mega cool, was hierbei rausgekommen ist bei diesem Gespräch heute und super interessant und ich glaube, dass es nicht oft so einen tiefen Einblick gibt. Also ich sag mal, man lernt halt Learning by Doing auf jeden Fall, ne? Also da sind uns durchaus, also man stolpert immer wieder über Sachen, dann steht man auf und überlegt sich, okay, wie machen wir das jetzt? Und aber es ist sehr, sehr spannend. Ich drücke auf jeden Fall den Leuten in Hamburg und in Bayern, aber auch NRW ist da ja schon, bereitet sich stark drauf vor, so wie ich es jetzt gesehen habe, andere wahrscheinlich auch. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, ja, dass das klappt. Und wenn das denn dann klappt, dann meldet euch auch gerne bei uns. Denn auch wenn sozusagen die Arbeit im Stadtrat anfängt, gibt es ein paar Sachen zu berücksichtigen, was zum Beispiel das Besetzen von Ausschüssen angeht. Genau, da können wir auch gerne dann nochmal irgendwie unterstützen oder versuchen, irgendwie Input zu geben, wie wir das denn gemacht haben. Ja, genau, das ist das, ich glaube, ein gutes abschließendes Stichwort, was die Wahlen in Bayern und in Hamburg betrifft. Was können die von euch lernen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Also im Wahlkampf
Wahlkampf auf jeden Fall ordentlich Wind machen. Also das hat, glaube ich, bei uns auch nur geklappt, weil unser großartiger City-Lead Tillmann ordentlich Wind gemacht hat, nochmal vor der Wahl, indem er ein Video gemacht hat und das über Social Media publiziert hat, in dem er Leute aufruft, dass Bolt zur Wahl zugelassen wird. Und da ist er auch mit sehr vielen Leuten in Mainz in Kontakt gekommen. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, warum wir am Ende überhaupt die ganzen Unterschriften bekommen haben, damit wir zur Wahl zugelassen werden. Also da muss man sozusagen ordentlich Wind machen, um zugelassen zu werden. Und dann, wenn man es denn dann mal geschafft hat, ja, muss man sich überlegen, natürlich, mit wem geht man in eine Verhandlung und wo setzt man Schwerpunkte. Ne? Aber ich glaube, das zeigt sich dann, wenn es soweit ist. Genau, und ist auch immer situationsabhängig, wie du es ja schon gesagt hast. Okay, super cool, Tim. Ich glaube, du hast nicht so viel gelernt von mir, aber ich sehr, sehr, sehr viel von dir heute. Und ich freue mich. Ich lerne jede Woche neu von dir, Caro. ja, genau. Ich bedanke mich ganz recht herzlich und ich freue mich auf weitere Gespräche über Telefon oder auch in Person. Hoffentlich auch weitere Gerne. Podcasts. Super cool. Ja, viel Glück an die Teams in Hamburg und München. Danke, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast@voltdeutschland.org. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.